Was es jetzt noch über Donald Trump zu sagen gibt, kommt jetzt von einem. Millionen Jecken lieben ihn. Hier kommt noch einmal der Godfather der Comedy, Bernd Stelter. Oh. Ja, das ist tatsächlich in diesem Jahr das meistgekaufte Karnevalskostüm. Da muss man sich mal vorstellen, ja. Donald Trump ist am 8. November gewählt worden. Das heißt, in Amerika fing der Karneval 3 Tage vor dem 11.11. an. Problem könnte nur sein, er ist wahrscheinlich Aschermittwoch nicht zu Ende. Ja. Und dann? Und dann wird es wieder heißen, ja, wer konnte denn ahnen, dass der wirklich gewählt wird? Nee, da hat ja niemand mit gerechnet und so. Doch, man konnte das ahnen. Man hätte damit rechnen müssen, denn Udo Jürgens hat schon in den 1970er Jahren eindeutig vor Donald Trump gewarnt. Und deswegen, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, nach dem großen Erfolg von Ich war noch niemals in New York, das Musical mit den größten Hits von Udo Jürgens, kommt jetzt der Nachfolger, Ich will nie wieder nach New York, das Musical mit den größten Hits von Udo Jürgens, Teil 2 mit Donald Trump in der Hauptrolle. Und wenn Sie fragen, was hat denn Udo Jürgens mit Donald Trump zu tun? Naja, er hat ihn sehr genau beschrieben. 70 Jahre blondes Haar und ne Scheißfrisur. 70 Jahre blondes Haar und ich denk mir nur. Der hat nen Tower in Manhattan, hat nen Flieger und der Haart dazu. 151 Golfplätze, ne eigene Bucht in Malibu. Von mir aus auch den Taj Mahal und auch im Louvre sähe der super aus. Von mir aus alles, nur warum denn unbedingt in Washington das Weiße Haus? Aber der wohnt da jetzt, der ist eingezogen. Der ist eingezogen, der hat da unten geklingelt, unten am Weißen Haus. Barack Obama hat noch gedacht, es wären die Sternsinger. Aber nein, da stand Tim Toupet schon vor der Tür und sagte, es wird Nacht, Herr Obama, und ich hab kein Quartier. Jetzt mal raus aus meinem Häuschen, weil ich hier jetzt regiere, dass Michelle kann bleiben. Mir reicht's, wenn du wanderst. Ne eigene Frau hab ich auch, aber die wohnt woanders. Ja, la 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 la. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Donald Trump, der Mann ist 70 Jahre alt, also alter Sack, ja? Und er hat eine jugendliche Model-Ehefrau namens Melania. Melania ist seine dritte Frau, also Third Wife. Er hat die Third Wife zur First Lady gemacht. Und diese Third Wife, First Lady, die hat ihm dann gesagt, ach, weißt du, nö, Washington, Weißes Haus. Nö, also da schwebt mir immobilientechnisch was ganz anderes vor. Ich hatte da eher an so eine Strandvilla in Miami gedacht. Nö, Washington, Weißes Haus, da kannst du alleine hin. Hm? Können Sie sich das vorstellen? Da wirst du Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und die eigene Ehefrau sagt, sie kommt nicht mit. Und das hat die dem abends beim Abendbrot einfach so drunter gerührt. Und nach dem Abendessen, sagte er, ich muss noch eben Zigaretten holen gehen. Sie sagte ihm, nimm dir die Boeing mit. Ich werde zwischen ein paar Jahre shoppen gehen. Denn weißt du, Washington und das Weiße Haus, das sieht für mich nach Langeweile aus. New York ist cool, ich bleibe besser hier. Und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wäre. Wenn die hier bleibt, nehme ich halt Nummer 4. Dann nehme ich Nummer 4. Melania bleibt in New York und ich such mir was Neues raus. Denn ich bin ja ein Präsident, der fleißig küsst. Melania bleibt in New York, vielleicht wird es auch langsam Zeit. Ich hab gehört, dass die schon über 30 ist.
Ja, aber die kann das, die ist Ehefrau. Als Ehefrau kannst du sowas machen. Stell dir mal vor, du bist angestellt im Weißen Haus. Ja? Das ist dein Job. Kann man nicht einfach sagen, ich kündige, dann verdient man nichts mehr. Du bist angestellt im Weißen Haus, 8 Jahre Familie Obama, alles cool, ja? Und dann plötzlich Tim Toupet in der Stube. Das ist nicht einfach, ne? Aber ich habe gehört, es schleift sich alles so langsam ein. Sie treffen sich täglich um 7:45. Aha. Oh yeah. Trump und sein Friseur, dann werden die Haare gemacht. Aha. Oh yeah. Mit Kamm und mit Bürste und Rasierapparat. Mit Umhang und Schere schreitet er dann zur Tat. Der darf waschen und legen, aber niemals das eine. Föhnen tut Donald alleine. Ja. Und das sieht man regelmäßig, ne? Ja, und dann Pause. Vorhang, danach Vorhang wieder auf. Neues Bühnenbild, Bundeskanzleramt in Berlin. Der Kabinettstisch, das ganze Kabinett sitzt zusammen und die grübeln und sagen, wer von uns fliegt darüber, wer trifft ihn? Gabriel war schon mal da, aber der hat nur einen Außenminister getroffen. Irgendeiner muss jetzt Trump treffen. Wer von uns hat ihn im Wahlkampf nicht beleidigt? Und da gibt's keinen. Und dann sagt der Gabriel zu Merkel, Angie, wenn man von Berlin nach Washington fliegt, ist das dann Verkehr? Und die Angela Merkel sagt, ja sicher, das ist Flugverkehr, das ist die Lösung. Wir schicken den Dobrindt. Und dann schicken die den Verkehrsminister Alexander Dobrindt nach Washington und der guckt sich den Trump mal ganz genau an. Von vorne bis hinten und von hinten bis hinten. Und wie er den so von hinten sieht, da fällt ihm plötzlich auf, Kim Kardashian und Donald Trump haben 2 Dinge gemeinsam. Beide twittern rund um die Uhr und beide haben diesen gewaltigen Hintern. Und als er den gewaltigen Hintern vom Trump so vor sich sieht, da kriegt er plötzlich die Idee, wie die Bundesregierung mit Trump umgehen kann. Aber in dem Moment springt schon der Chor auf die Bühne und singt: Nein, krieg da nicht rein. Du, das wäre zu gefährlich. Komm, lass das sein. Denn ich sage dir ganz ehrlich, in dieses Teil ist schon längst der Putin einmarschiert, hat's annektiert. Nein, krieg da nicht rein. Du, das gibt doch nur Gemecker. Komm, lass das sein. Denn da stecken Putins Hacker schon vor der Wahl. Krochen die ihm lautlos und geheim hinten rein. Ja. Und der Mann bestimmt jetzt die Geschicke der Vereinigten Staaten von Amerika. Der hat selber jede Menge Unternehmen, aber von Wirtschaft hat er eigentlich überhaupt keine Ahnung. Wenn ein Mann glaubt, er sei schlau, und um sich herum nur Mauern baut, weil er sonst niemandem traut, niemanden braucht. Wenn er sein Land so wie ein Unternehmen führt, wenn er zum Schutz Zölle installiert, was dann am Ende nur dazu führt, wir können das auch. Und immer wieder gehen die Preise rauf. Und für'n Big Mac musst du demnächst erst zur Bank. Und irgendwann gehen Burger King die Gäste aus. Dann gehen die alle pleite, aber wir, dem Trump sei Dank, wir werden alle schlank. Der Teufel hat den Trump gemacht, das ist auch keine Kunst. Ich höre schon, wie der Teufel lacht, der bastelt ja seit ein paar Jahren auch bei uns. Dankeschön, vielen Dank. Ah, herrlich. The Dankeschön. One and only Bernd Stelter.
mit den genialen Hits von Udo Jürgens. Ach, herrlich. Ja.